Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin euer Kalligi Chris und heute geht es um Battlefield 6. Die EA Play ist nun vorüber und uns wurde 14 Sekunden zum nächsten Battlefield 6 gezeigt. Was genau sie gezeigt haben, werden wir in diesem Video besprechen. Als erstes wird uns gezeigt, wie die Entwicklung über Jahre fortgeschritten ist, über Alt-Gen, Generation momentan und Next-Gen. In Next-Gen ist das, was interessant ist. Und zwar sehen wir hier große Schlachten mit Soldaten über 64 Mann. Das bedeutet, hier wird nochmal drüber gesprochen, dass es auf jeden Fall sein könnte und wir damit rechnen können, dass die Battlefield 6 Reihe endlich mal mehr mit 64 Spieler verfügbar sein wird. Das bedeutet, es wird schon gemunkelt, dass es 128 Spieler sein werden und das bedeutet, es ist auf jeden Fall ein großartiger Fortschritt für die Battlefield-Karriere. Vor allem würde es auch endlich mal Zeit, nachdem Fortnite und Battle Royale wie PUBG vorgelegt haben. Als nächstes wird uns gezeigt, wie das nächste Battlefield ungefähr aussieht. Sehen könnte von den Soldatengesichtern her. Die Animationen, die Gesichtszüge und natürlich das Aussehen wird stark verbessert sein als vom Vorgänger und das wird auf jeden Fall sehr schick aussehen. Als nächstes sehen wir ein sehr großes Hochhaus, wo zusammenbricht und unten drunter sind sehr viele Spieler oder Passanten, könnte von einer Kampagne sein. Das heißt, Zerstörung wird auf jeden Fall nochmal groß geschrieben, Zerstörung wird es jetzt noch mehr geben, um größeren Umfang als bei den Alt-Gen-Konsolen und da freue ich mich schon übelst drauf. Wie gesagt, hier, wenn man genau betrachtet, die Personen sehen sie nicht aus nach Zweiten Weltkrieg. Beim ersten Part haben wir gesehen Nordkoreaner und hier sieht es eher aus wie moderne, jetztzeit Passanten. Wenn wir nochmal zurückspringen zu dem Gesicht, wo wir gesehen haben von dem neuen Battlefield, sehen wir auf jeden Fall, dass es starke Ähnlichkeiten hat zum Charakter aus Battlefield 1 oder sogar aus Wrecker von Battlefield 4. Das bedeutet, das könnte alles nur Platzhalter sein, meine Freunde. Hofft euch da nicht zu viel. Vielleicht wird es sogar ein Battlefield 5 Remastered und die EA wollen es nochmal gut machen mit dem Zweiten Weltkrieg, Ostfront und alles andere reinbringen. Oder es wird ein tatsächlich modern Battlefield, was ich eher vermute wegen dem Gebäude, wo wir im Hintergrund sehen. Der sieht schon stark nach modern aus. Aber lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Vielleicht sehen wir nächstes Jahr ein bisschen mehr auf der EA Play oder bis dorthin sogar ein paar Teaser. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Haut rein. Ciao.